Willkommen zu unserer Klangtext-Session. Wir haben uns entschieden, wie viele andere Künstler in dieser Situation auch, uns vom pandemiebedingten Auftrittsverbot nicht lähmen zu lassen, sondern wir wollen versuchen, die geplante Literaturmatinee, die ja abgesagt werden musste, in ein Video zu verwandeln. Und das durch Vermittlung vom Kunstverein und der Unterstützung der Agentur Ledermann. Diese Produktion wird mit einfachen technischen Mitteln erfolgen und deswegen möchte ich schon im Vornherein an Sie, an Ihr Wohlwollen appellieren und diese Produktion in ihrer Qualität nicht mit einem Live-Auftritt zu vergleichen, mit besseren technischen Mitteln und auch eben mit der befeuernden Resonanz zwischen Aufführenden und Publikum. Unsere Zusammenarbeit ist schon erprobt und deswegen sind wir neugierig und stellen uns diesem Experiment. Theodor Spannagel übernimmt den musikalischen Teil. Er wird auf seinem Instrument durch Streichen, Zupfen, Klopfen, Töne erzeugen. Er hat sein Instrument intensiv studiert an der Musikhochschule Würzburg, hat abgeschlossen als Diplom-Musiker im Fach Jazz, Kontrabass. Und vielen von Ihnen ist er vielleicht bekannt als Teil des Anton Mangold Quartetts. Er spielt aber nicht nur hier regional und hat auch in den letzten Jahren einige Preise als Jazzmusiker sich geholt. Mein Anteil ist es, die Textelemente einzubringen und geschrieben wurden die zum Teil im letzten Jahrhundert. Aber es gibt auch Neueres und ganz Neues. Was uns besonders reizt, ist sozusagen Varianten zu finden in dem Mischungsverhältnis zwischen Text und Musik. Und da gibt es nun die ganz traditionelle, sequentielle Musik-Text, was wir machen. Und dann gibt es aber auch den Teil, wo sich Musik und Text intensiv durchdringt und wir von einem Text-Klang-Teppich sprechen. Wir haben nun versucht, die 90-minütige Veranstaltung des Matinees zu kürzen und haben sie in drei Happen geteilt, sodass Sie dazwischen irgendwie was anderes machen können zur Entspannung, Spülmaschine ausräumen, Sportschau schauen oder auch eben ganze Tage dazwischen packen können. Und Sie können, und das scheint mir der einzige Vorteil an diesem Format, sich während der Wiedergabe auf dem Sofa ausstrecken und Ihr Lieblingsgetränk zu sich nehmen. Sie können auch uns stoppen, weiterspulen. Das tut uns nicht weh. Sie können uns sogar abschalten. Das tut uns nicht unmittelbar weh. Thank you.
Teil 1 befasst sich thematisch mit den Beweggründen des Schreibens und mit dem Material, also mit Wort und Sprache. Fernziel. Ich möchte so gerne ein langes Gedicht schreiben, über Zeilen und Seiten bis zum Ende meiner Tage, wo alles drin eingefangen ist oder zumindest das meiste, nein, das mir Wichtige, das dir Wichtige, in einer Form, mit einem Klang, der gleichzeitig weiterführt dahin, wo wir noch nie waren. Raumfordernd. Es gibt den Wurm, der nur um die Linie seines Kriechens weiß. Und nach ein bisschen mehr evolutionärer Auslese gibt's dann schon die Sehnsucht nach Fläche, Besitz, mein Land. Höhe gewinnen zündet dann den Geist und Luftwesen steht alles offen. Fantasie gebiert mindestens 5 Welten. Eigen.art. Denk doch in Wahrscheinlichkeiten. Auch wieder so ein Weg zu Wirklichkeit und Wahrheit, der enttäuscht. Du bekommst es nicht in den Griff, die Suche nach dem System, das dich in Gutem aufnimmt, dem du zugehörst. Bleibst ein Einzelner, Herausgefallener, musst dir schon deine Heimaten eigen dichten. Im Zentrum eines jeden Teils steht ein Langgedicht. Das ist eine literarische Form, die mich in den letzten Jahren sehr angesprochen hat und gleichzeitig eine große Herausforderung ist, sowohl für den Autor als auch vor allem für den Zuhörer. Denn es bedarf natürlich einer gewissen längeren Aufmerksamkeitsspanne. Ich hoffe, das sind Sie bereit einzusetzen. Ich habe den Text geschrieben im Lutherjahr 2017 für den Leipziger Literarischen Herbst und er ist dort in Presse und Publikum ganz gut angekommen und hat Resonanz gefunden. Jenseits der Worte. Erstens Prolog. Am Anfang war das Wort. Am Anfang war und ist wirklich das Wort. Neu ist die Kritik nicht an diesem Diktum, doch lasst es hier bei dieser Lesung uns nochmal überdenken. Will eintreten für die Verschränkung eines unüberschaubaren Gemenges von Wirkfaktoren, G
gegen die Anmaßung einer behaupteten Anfangsbedingung, will eintreten für die Prozesshaftigkeit allen Lebendigen. Zweitens, am Anfang war das Wort nicht für mich. Nein, wenn schon, steht am Anfang doch das Chaos, Ursuppe, Mutter aller Möglichkeiten, der Bass unseres Existierens, vieldeutiges Medium, bevor die Dinge in die Begriffe übergehen, vielgestaltige, jederzeit einbrechende Wiederkehr in jeden konstruierten Vordergrund. Das Chaos, es bleibt unsere größte Sicherheit. Ob damals in Babylon an des Euphrats Ufer oder auf dem letzten Gipfeltreffen, Tumult, weil plötzlich keiner mehr den anderen versteht. Tiere tun sich da leichter. Mu und Mäh sind weniger störanfällig und für die Verständigung doch ausreichend. Sprache, unsere Krone, ist zerbrechlich und dem Missbrauch ausgesetzt. Wo das Wort, da lauert Missverständnis, dem Streit und Entzweiung folgen. Was positiv gewendet, als Diskurs uns durchaus begrüßenswert erscheint. Drittens, am Anfang war das Wort. Ein Sprachversessener scheint da zu überschätzen sich. Das ruft doch einen ganzen Strauß von Fragen auf, wohl auch erlaubt. Vermittelt denn der Säugling, brabbelnd, weniger als der wortgewandte Manager, was seine Bedürfnisse betrifft? Finden wir denn im Sumpf unserer Empfindungen und Körpergefühle eine umfassende Ausdrucksform im Wort? Vermögen wortlose Töne und Rhythmen nicht angemessener unser Wollen abzubilden und ist im Sprechen die Melodie nicht entscheidend? Der Vögelsang, der Hirtenflötenspiel hat nicht der Sphärenklang schon früh die Fantasie beflügelt und vermittelt der Wellenrauschen des uns umspannenden Meeres nicht mehr beruhigende Brüderlichkeit als jedes Manifest? Warum dann nicht mit gleichem Recht, am Anfang war Musik? Viertens, am Anfang war das Wort. Je nun, wer wüsste nicht und hätte selbst nicht oft erfahren, wie nichts als Schweigen bleibt, zu schnelle Versprachlichung ein Entstehen stört und hemmt vor unsagbarem Schweigen wirkmächtiger als jedes begrenzende Benennen. Frei noch in allen Dimensionen und Richtungen haust unübersehbar das Imaginäre in allem der Welt. Eine Vision, eine Schau, die dann in einem zweiten Schritt stammelnd versucht wird, ins Wort zu zwingen und dieser Akt in allem Anfang lückenhaft und verzerrt schon Gold und Glanz verliert und nur als Bild in unserem Innern weiterleuchtet und uneinlösbar führt. Die stumme Sprache der Malerei, die Korpuskeln des Lichts, die alles in ein bedeutungsreiches Kolorit fassen. Also, warum nicht mit gleichem Recht? Am Anfang war das Bild.
Fünftens, am Anfang war das Wort, langsam gerade ich in Rage. Muss denn überhaupt ein Anfang gesetzt werden, so frage ich mich. Das Wort ist doch nur ein durch Kehlkopfmotorik umgewandelter, ins Buchstabenkleid gesteckter Gedanke. Könnten wir unsere Einfälle nicht erinnern, unser Hirn, unsere Sinneseindrücke nicht in Verbindung bringen mit den Spuren unserer vergangenen Widerfährnisse, woraus sollten dann die Worte entstehen? Was sollten wir uns dann mitteilen wollen? Wie soll ohne Pfingsten Neues uns reizen, über Ideen zu Erfindungen führen? Das viel gerühmte Wort bleibt doch nur Symptom der Möglichkeiten unseres Gehirns. Also, am Anfang steht doch wohl der Gedanke. Sechstens. Am Anfang war das Wort. Entlarvt sich dieses Diktum langsam nicht als zeitgebundener Propagandakuh? Kann das Wort doch nur wirksam werden, wenn was anderes zuvor, daneben, gleichzeitig oder danach geschieht? Wenn Philemon und Baucis sich aufs Sterben vorbereiten, reden die dann miteinander? Sie schauen sich nur an, suchen ihre Hände, Berührung geschieht und verweisen auf die Wolken. Eröffnet sich Zuwendung im Wort? Ist das Erkennen des Anderen nicht doch mehr als Worte auszudrücken vermögen und versucht nicht Dichtung seit Jahrhunderten kunstfertig, Schönheit zeugend und wissend um die Vergeblichkeit, dies Wunder zu versprachlichen? Also, wenn irgendetwas den Rang hat, am Anfang unserer Lebenswelt zu stehen, ist es nicht Eros in all seinen Schattierungen? Schluss. Nicht schmähen wollte ich den Wert von Sprache und Schrift, doch spürbar machen wünsche ich, am Anfang steht nicht eines, auch nicht das Wort. Schluss mit der Diktatur des Wortes. Am Anfang steht vieles, gebiert in unbestimmbarem Zusammenspiel, was uns trägt und zerstört. Literaten, Dichter ringen in der Sprache, worüber man nicht sprechen kann, das nur in seinen Epiphanien sich uns zeigt. Das Wort ist nur ein Instrument, ein wichtiges, ein zwiespältiges. Entfaltung, wohin, ermöglichend und verhindernd. Dem Lebendigen und seinen Bedingungen kommt es nur schwer auf die Spur.